Willkommen heute zur nächsten Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Und wie immer wieder beginne ich mit der Spielauswahl für das Spiel, was in dieser Folge von mir angeschaut wird. Und es Age of Caveman. Es scheint eher so ein ähnliches Aufbaustrategie zu sein, wie ich jetzt aktuell spiele. Also was Emporia, nachdem ich das jetzt noch ein bisschen weiter verfolge. Also gleich mal installiert, weil viel dürfte es wahrscheinlich nicht brauchen. Naja, 439 MB, das sollte schnell funktionieren. Okay, Privacy Policy. Und wie viel muss runtergeladen werden? 300 MB. Na gut, auch das Spiel glänzt wieder mit einer Menge Errungenschaften. Mal schauen, wie die genau aufgeschlüsselt sind. Erzielen Sie insgesamt 75 Ehre in Schlachten mit Gegnern. Gewinnen Sie 30 Steine auf der Kampagne. Zerstören Sie 250 Zelte des Baumeisters in Schlachten. Ja, das klingt so, als wäre das ähnlich orientiert wie Emporia. Das heißt, man hat dann seine Stadt, in der Ressourcen und Einheiten gebaut werden und ansonsten wieder eine Karte, auf der man sich mit anderen Schlachten liefert. So, willkommen im Spiel und das Spiel sagt mir gleich, oh, am Montag werde ich nicht spielen können. Naja, kein Problem. Okay, da weiß ich auch gleich schon, dass das hier wahrscheinlich die Meteoriten ist, die Premium-Währung. Aber heute kann ich noch spielen. Heute ist noch keine Server-Geschichte. Hintergrundgeräusche. Sehr schön. Willkommen im Zeitalter der Höhlenbewohner. Apropos Höhlenbewohner, Stunden-Countdown ist gestartet. Und ja, auf jeden Fall, zeig mir doch mal, was ich hier tun soll. Hallo, Ugo. Speerwerferin. Nett kennenzulernen. Ich bin Uga. Und der Schlechter. Hiep, hiep. Unser Dorf leidet Hunger. Yam, yam, yam. Tippen Sie auf den Tasten Laden in der Ecke unten. Laden. Ressourcen. Jägerhöhle. Scheint ein bisschen mehr Richtung Echtzeitstrategiespiel zu sein. Wählen Sie den richtigen Ort in unserem Dorf und tippen Sie auf die Taste, damit der Bau beginnt. Natürlich. Warten Sie, bis die Bauarbeiter fertig sind, oder beschleunigen Sie die Bauarbeiten mit Meteoriten. Ja, ich habe ja gesagt, die Meteoriten sind die Premium-Währung. Gut, was zu futtern gibt's und dann Steine bauen, Ressourcen, Steine, 25 Fleisch. Ist egal, wo der Steinbruch beginnt. Mal gucken, inwieweit ich die Sachen verschieben kann. Ah ja, kann ich jederzeit per irgendwo verschieben. Gut, Steine gibt es jetzt auch. Und was gibt er jetzt noch? Ein Steinlager. Okay, gibt's auch. Nee, Beschleunigung gibt's nicht. Felsen. Okay, kann ich nicht wegräumen. Kostet 50 Fleisch. Häuptling, wir müssen unsere Ressourcen verteidigen. Naja, bauen wir halt eine Armeelieferanten. Axtwerfer. Den kann ich ein bisschen weiter wegsetzen. Nee, beschleunigt wird hier nicht. Ich will meine 500 Dinger behalten. Kann ich gleich mal nachgucken, wie... Diese Bauten haben uns die meisten Ressourcen gekostet. Hätten wir sie halt nicht gebaut. Es ist halt an anderen Dörfern zu stehlen, aber wir haben keine Armee. Achso, das ist dann nur Defense. Ist noch nicht der Angriffsbau. Kriegerhöhle. Gut, Kriegerhöhle dazu. Ah ja, den Baum muss ich auch erst abreißen. Kostet mich 100 Fleisch. Aber darf ich jetzt noch nicht. Weil ich muss das Geld mit Sicherheit für die Armee ausgeben. Hier wird nichts beschleunigt. Ich habe Zeit. Genug Zeit. Großartig. Genau. Auf die Krieger trainieren. Herr, haut den anderen auf den Kopf. Hui. Level 1. Schäden pro Sekunde 55.
Schäden pro Sekunde 80. Auch Level 1. Das wird ja noch spannend. 20 Stück. Soll ich da jetzt 20 mal draufklicken? Kann ich nicht irgendwie 10 Stück auf einmal machen? Ja, da geht jetzt mein ganzes Fleisch dahin. Und nein, es wird nicht... Was? Das kostet jedes Mal 4 Minuten. Nee, Quatsch. Insgesamt kostet es 4 Minuten. Wir können das Training jederzeit beschleunigen. Oh, wie schön. Na schön. Ich habe keine Lust, jetzt hier 5 Minuten zu warten. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Sieht so aus, als ob wir genügend Truppen hätten. Gut. Schließen Sie die Fenster und tippen Sie auf die Taste Angriff. Kampagne. Champagner-Kampagne. Dies ist die Kampagne. Fenster mit Dörfern, die wir angreifen können. Erster Schritt. Ergebnis 0 Sterne. Belohnung 100 Steine und 100 Essen. Wir müssen jetzt etwas Ressourcen stehlen und das Dorf zerstören. Wähle die Truppen und klick die irgendwo dahin. Da sollte ich mir gleich einen Klicker zulegen, damit die möglichst schnell spawnen. Jetzt hauen sie das Ding in Klump und ich bekomme die 100 Ressourcen, die es hier gab. Okay. Guter Kampfhäuptling, wir haben die Ressourcen. Ja. Das war unglaublich, Huga Huga. Huga Huga. Was gibt's noch? Wie wollen wir wen nennen? Ach, mich nennen. Na, gucken wir mal, ob wir genug Buchstaben haben. Spiele. Kino. Doof. Hey, ihr habt genug Buchstaben. Dann hoffe ich jetzt mal nur, dass ihr mich auch so nennt. Ja. Was kommt als nächstes? Sammle Ressourcen, trainiere Kriege, erweitern Sie das Dorf und vernichten Sie Ihre Feinde. Angebot endet, bla 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 blub. $3.99. Und wie teuer ist das andere sonst? Monatskarte aktivieren. Steine, Lebensmittel, Krimskrams. Okay, Einstellungen bitte. Einstellungen bitte. Oh. Musik. Klingen. Okay. Ein bisschen klingen darfst du gerne. Die Sprache ist doch schon auf Deutsch eingestellt. Ja. Okay. Ich hatte jetzt hier eigentlich noch irgendwas anderes erwartet. Gibt es hier jetzt noch... Ah, ein Tagebuch. Verstärkung der Stämme. Gemeinsam löst ihr die Blockierung der Zeitraum. Neue Bilanz. Neue Anti-Cheat-Systemspieler. Die Betrüger verwenden werden verboten. Probleme mit Serververbindungen. Okay. Verteidigung, Angriff, Nachrichten. Furio Games Season vorbei. Okay. Das sind tatsächlich einfach nur Infos. Was ist das? Das ist die Monatskarte. Und das ist dieses Rabattding. Und was willst du? Stamm, Spielephilosoph, Stamm, Known, Ehrenpunkt 100, Sterne aus Kampagne 3. So. Ah, das ist mein Icon. Dodo, Level 1. Wir brauchen einen größeren Klyton. Verbessern wir das Steinlager zum Level 2. Gut, das ist doch meine Aufgabe. Steinlager aufleveln, 4 Minuten, 100 Fleisch erforderlich und Level 2 Dorfzentrum erforderlich. Also Level 2 Dorfzentrum erforderlich, ausbauen. Nicht genug Steine, super. Okay, was kann ich hier noch anstellen? Verteidigung, Turm 1 von 2. Kann ich noch einen zweiten Turm aufbauen. Wenn sie mehr Gebäude gleichzeitig bauen sollen, müssen wir Bauarbeiter haben. Okay. Auf Level 2. Aufleveln. Zelt des Baumeisters. 200. Oh! Das heißt, die haben die auch hier wieder alles Mögliche an Premium-Krimskrams.
Hier kann ich 1,1, Dorfzentrum 4, 5 kann ich nichts bauen. Ressourcen 1,1,1, Dorfzentrum 3 erforderlich. Wieso haben Sie da ein umgekehrtes... Ach, das ist ein I, das ist kein umgekehrtes Ausrufezeichen. Auch gut. So, Schmuck-Krimskrams, was bringt der? Eine Dekoration, die die Mitglieder ihres Stammes und deine Freunde überrascht. Aha. Ach, Quatsch. Nicht bauen. Bloß nicht bauen. Uiuiui. Warum sollte ich dafür so viel Geld ausgeben? Blaue Blumen. Finde ich immer noch merkwürdig. So, lieber mal den... Wieso kann ich das nicht entfernen? Ach doch, kann ich entfernen. Sieht immer so aus, als dürfte ich es nicht benutzen. Gut, was ist das hier? Trainingsgelände. Fleischlager. Axtwerfer. Müssen jetzt eigentlich immer hin und her laufen. Wie funktioniert das mit der Produktion? So, das ist Beschleunigung. Das ist natürlich dann gegen Echtgeld. Und was bedeutet das? Ah ja. Das heißt, ich kann die dann einsammeln. Ausbau und Krieger rekrutieren. Okay, so Gebäude. Verbesserung möglich, Dorfzentrum. Jägerhöhle, Verbesserung möglich. Was bringt mir die Verbesserung? Kapazität 100, Produktionsrate 30 pro Stunde. Okay, das kann ich verbessern. Produktion um 10% gesteigert. Und das Ding kann ich auch verbessern. Ja, okay, ich kann es nicht verbessern, weil ich brauche mehr Baumeister. Was ist das da? Chat. Chatty Chat. Schick mal Genfer. Dienst. Wir brauchen einen größeren Plyodon. Ja, das Steinlager. Welches wird denn jetzt gerade ausgebaut? Erstmal das Essenslager, glaube ich. Dann lass uns doch mal noch ein paar Einheiten trainieren. Und wann kann ich die? Was brauchen die denn als Voraussetzung? Steht nichts da. Wohnraum 1. Wo habe ich denn meinen maximalen Wohnraum? Da oben. Habe ich jetzt eigentlich schon Kämpfer oder habe ich noch keine? Ich habe 0 Baumeister und ich habe 0 Schläger. Ist das richtig? Hast du mir die alle wieder weggenommen? Oder kann man die nur einmal einsetzen? So, dann beschleunige ich die. Ich hoffe mal, ich finde im Spiel auch irgendwann wieder... Was heißt eigentlich, dass ich kann maximal 20 gleichzeitig machen? Okay, Tageslohn. Abholen. Her mit der Steine. Krimskrams. Tägliche Login-Belohnung erhalten. Sieh mal, Film unerreichbar. Gemeinschaft. Laden Sie Ihre Bekannten zu einem gemeinsamen Spiel ein. Ja. Bekannte. Erfrischen aus Steam. Erfrischend. Steam ist immer erfrischend. Führen Sie den Code ein. Oh, führen Sie den Code ein. Ja, bitte. Bitte Code einführen. Ja. Klamm. Subskribieren Sie unser Video. Super. Und das Forum geht wahrscheinlich im Browser auf, ja. Okay, soweit, so gut. Kisten, was gibt's an Kisten? Hölzerne Kiste, steinerne Kiste, Dingsbumskiste. Und super. Was habe ich davon? In dieser Sache haben Sie die Chance, 3 von 4 der folgenden Sachen zu finden. Und hier habe ich 3 von 4 der folgenden Sachen. Also Steine ohne Ende, was auch immer das sind. Happy Grinse irgendwas. Wahrscheinlich brauche ich die für die Kampagne. Und Schild. Ah, Schutzschilde. Also, Angriff
machen wir erstmal die Kosten der Suche nach dem Gegner 1. Ne, spiele ich erstmal die Kampagne weiter. So, Belohnung verfügbar 0. Belohnung verfügbar 300. Dieses Dorf wird von einem Axtwerfer geschützt, der auf Gegner in seinem Turm wartet. Er wird nicht so einfach wie beim letzten Mal. Okay, wie viele Krieger, wo sehe ich denn? Ah, da oben sehe ich, wie viele Krieger ich habe. Das heißt, die sind tatsächlich alle wieder aufgelöst worden. So eine Sauerei. Aber mein Gebäude ist gleich fertig. Und Dorfzentrum 2 erforderlich. Verbesserung möglich. Gibt es nicht genug Steine? Gibt es nicht genug Essen? Noch 15 Sekunden. Naja, zumindest ist es ja mal eine Übersicht. Sortiert nach Kosten. Sortiert nach Zeit. Ja, das Dorfzentrum bräuchte nur 30 Sekunden, um verbessert zu werden, aber dazu brauche ich mehr Steine. Und jetzt ist das Ding auf jeden Fall ausgebaut und mein Baumeister ist wieder verfügbar. So, her mit dem Fleisch. Hey, Fleisch her. Was, du hast kein Fleisch? Ist aber schade. 60 pro Stunde, das heißt, es dauert mindestens eine Stunde, bis der ausgebaut ist. Was ist das denn eigentlich? Ah, mein Schildschutz. Das heißt, ich kann für 24 Stunden noch nicht angegriffen werden. Liga-Spieler. Saison endet in 7 Tagen. Die saisonalen Preise. Okay, da kann man zumindest schon mal das Zeug gewinnen. Die Frage ist nur, ja, in die Top 3 zu kommen. Und das sind die Clans wahrscheinlich. Ja, 30, 29 Mitglieder. Gut, Clans werde ich jetzt heute hier noch nicht anfangen. Und besuchen kann ich mich nicht, ich bin ja schon da. Und das sind die ganzen Errungenschaften. Okay, also es dauert jeweils 15 Sekunden, bis ein Krieger gebaut ist. Jetzt bin ich ja mal gespannt, weil wenn ich hier jetzt noch 3 von 20 bauen kann. Kapazität nach dem Training, 20 von 20. Kann ich jetzt hier trotzdem noch einen anklicken? 21 von 20. Dann müsste er ja eigentlich aufhören, dort noch irgendwas zu rekrutieren. Hat er die jetzt eigentlich aktuell runtergezählt? Nee, also das Essen ist schon ausgegeben. Aber ich will mehr Essen haben. Toll, ein... Kann man hier nicht irgendwas wenigstens irgendwie rumklicken, dass man irgendwas bekommen kann? Lila Pilze. 1000 Eiche. Ist ja alles schön, dass das hier alles so schön rumspringt und rumbaldobert, aber ich hätte irgendwie lieber was Aktiveres, das nicht alles nur Lebensmittel kostet. Eines Acrylosaurus. Statt dass der da in meiner Gegend rumliegt, hätte der lieber was anderes machen sollen. Gestoppt. Ah ja. Das heißt, du hörst dann einfach auf zu produzieren. So weit, so logisch. Kriege ich dann die Dings zurück? Ja, kriege ich zurück. Okay, aber dann gibt es jetzt trotzdem nichts weiter als Angriff nach vorne. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich die schnell genug reinbekomme. Wo ist denn der? Ah, da ist der Axtwerfer. Kann ich... ich kann den nicht steuern. Greif den Axtwerfer an, verdammt. Nein, ihr sollt den Axtwerfer angreifen. Verdammt, ich hätte die auf der anderen Seite aussetzen sollen. Dann hätte ich wenigstens nicht so viele Verluste gehabt. Okay, aber es sind dann trotzdem... Einheiten und Zaubersprüche verwendet. Zurück zum Land. So sind die 20 jetzt. Ah, nein. Die können nur einmal verwendet werden. Was ist denn das für ein Käse? Jedes Mal der gleiche Kram dann wieder auszubauen. Oh Mann. Ich hasse solche Spielmechaniken. Ressourcen können nicht gesammelt werden. Ihre Lager sind voll. Ja, dann bau doch irgendwas aus, du Keks. Also Gebäude ausbauen. Dorfzentrum, Verbesserung möglich. Ja, mach halt.
Verbesserung nicht möglich, weil Baumeister fehlt. Wieso hat der jetzt eigentlich so wenig Lagerkapazität gehabt? Wenn der bloß 30 pro Stunde produziert, hätte es dir doch vollkommen egal sein können. Aber wahrscheinlich kann man die dann wieder nach 10 oder sonst was einsammeln. Okay, das Dorfzentrum ist gleich ausgebaut. Gute Arbeit, Häuptling. Jetzt können wir Mauern aufbauen, um unser Lager besser zu schützen. Super, wie teuer sind denn die 28 neue Optionen? Gut, erstmal Ressourcen. Ich brauche eine weitere Jägerhöhle und ich kann noch einen bauen. 250, ich glaube ja, weil ihr tickt nicht ganz richtig. Also bis jetzt habe ich noch keine Info, wie schnell ich hier an weitere von diesen Kugeln ran, von diesen Meteoriten rankomme. Aber wenn die mir die Hälfte von diesen Dingern auffressen, dann finde ich das nicht besonders gut. So, weitere Ressourcen. Steinbruch. Ich dachte, ich hätte den Steinbruch bereits da hinten genommen. Dann bringen wir jetzt mal ein bisschen Ordnung hier rein. Also, und das da ist das Dorfzentrum. Und das sind die beiden Jägerhöhlen. So, das Dorfzentrum daneben. Die Krieger dorthin. Alles schön ordentlich. Steinlager, Zelt des Baumeisters und Fleischlager. Ich weiß zwar nicht, ob es irgendeinen Sinn macht, dass das Fleischlager irgendwie in der Nähe ist, aber wahrscheinlich nicht. So, dann ist das der Turm, dann das Fleischlager da mal dahinter. Genauso wie das Steinlager dann dort dahinter kommt. Und Bob, der Baumeister, wo setze ich dich hin? Setze ich dich da hin. Und hier noch die beiden Steinbrüche dazu. Haben wir ein schön kompakt zusammengewürfeltes Dingsbums. Stadt. Ja, zusammengewürfelte Stadt. Und Gebäudeausbau. So, Fleischlager Level 1, Steinbruch Level 1, Steinlager. Gut, dann Steine 100, Fleischlager. Nee, ich will ja eigentlich mehr Fleisch nicht mehr lagern können. Das Lager ist mir erstmal ziemlich egal. 166 von 250. Maximal kann ich im Moment 450 lagern. Die Jägerhöhle bringt Produktion von Lebensmitteln. Also mehr Lebensmittel. Axtwerferturm, nicht genug Lagerkapazität und Trainingsgelände. Was verbessert sich denn hier? Gesamttruppenkapazität, na, das passt doch schon mal. 14 von 20, genau, es wird gerade ausgebaut. Aber von 6 Stunden. Boah. Wenn ich das mache, dann kann ich ja nichts mehr bauen. Naja, ich glaube, ich werde doch mal in einen Baumeister zumindest investieren. Und wo ist denn? Ach ja, genau, eine Jägerhöhle habe ich schon ausgebaut, deswegen. Gut, dann wird jetzt ein Steinlager ausgebaut. Und ein weiterer Baumeister angeschafft. Mal gucken, was ist mit den Steinen los. Ein Speerwerferturm kann ich noch bauen. Und ich kann Mauern bauen. 25 Stück. Kostet mich jeweils 30 Steine. Boah, ist das teuer. Ja, zumindest jetzt am Anfang ist es teuer. Keine Ahnung, wie schnell sich später das Ganze erweitert und ich mehr davon zur Verfügung habe. Ja, die Welt des Baumeisters. Zelt des Baumeisters. Naja, was denn sonst? Anders geht's ja nicht. So, dann kann ich jedenfalls noch ein Vierergebäude ausbauen. Den Steinbruch. Und die Jägerhöhle. Jägerhöhle waren die Fleischproduzenten. Und die andere kostet schon 12 Minuten. Also gut, 4 Minuten. Die Jägerhöhle ausbauen. Und dann machen wir hier wieder eine Umordnung.
Weil ich mag das nicht, wenn das alles so Lücken hat. Na, die passen auch wieder nicht besonders gut zusammen. Wieso ist denn das so käsig? Warum müssen die alle so unterschiedliche Größen haben? Na gut. Also, meine 20 Leute sind jetzt trainiert, also beziehungsweise ja, verfügbar. Ist die Frage, ob ich jetzt gleich noch eine weitere... Na, ich guck mal, was die nächste Kampagne-Element ist. Wieso kostet es jetzt schon 5? Das hat doch eben noch 1 gekostet. Kosten der Suche nach Gegner 5 Steine. Und wenn die mir nichts einbringen... So, die Speerwerferin verteidigt dieses Dorf. Sie mag unschuldig aussehen, aber lass dich nicht täuschen. 502 Türme. Haben Sie es gesehen, Häuptling? Sie lernen aus Ihren Fehlern. Sie haben sich mit Mauern und 2 Speerwerferin-Türmen umgeben. Immer noch ein Kinderspiel, oder? Naja, mal gucken. Machen wir erstmal das hier. So, auf jeden Fall habe ich jetzt auch gelernt, weil ich muss dann die als erstes reinbringen. Und... Wieso kann ich nicht gleich mehrere auf einmal reinbringen? Das ist doch echt blöd. Okay, der erste ist gefallen, glaube ich jedenfalls. Aber anscheinend ist die Sterne-Rating nur davon abhängig. Ach hey, was passiert denn, wenn das Ding Maximum erreicht hat? Dann kriege ich nicht alles, ne? Ist ja auch wieder Käse. Naja gut, jetzt weiß ich das zumindest. Das heißt, ich muss tatsächlich erst die Lagerkapazitäten ausbauen, damit ich mir das ganze Zeug holen kann. Jetzt will ich mal nachgucken, ob ich die wenigstens noch holen kann. Nee, kann ich natürlich nicht. Okay, das heißt, die nächsten Angriffe machen erst dann, sind erst dann wieder sinnvoll, wenn ich tatsächlich die Kapazitäten dazu habe. Wenn man die wenigstens danach noch hätte holen können. Ja, und es wird überall Meteoriten gebraucht. Also an der Stelle ist das Ganze schon, ja klar, jetzt muss ich natürlich wieder die nächsten Typen trainieren, damit da zumindest, ja, ich wieder kampfbereit bin. Ja, das ist das Problem, dass selbst am Anfang sollte das Spiel ja eigentlich normalerweise noch motivierender sein und zügiger. Aber das haut hier jetzt schon gleich ganz am Anfang die Bremsen rein und sagt schon mal, zeigt sozusagen schon mal, wo der Hammer hängt, und zwar bei den Meteoriten. Das heißt, wenn man irgendwie zügig vorankommen will, muss man entweder dann, ja, wie gesagt, ich habe noch nicht rausgefunden, ob ich irgendwie im Spiel vernünftig an diese Dinger rankomme. Weil bisher sehe ich noch nicht viele Belohnungsstellen, wo es die abzusahen gibt. Und ob das Spiel damit sehr freizügig umgeht. Steinlager 100%. Ah, ich kann schon wieder was ausbauen. Ja, dann bitte mal das, nicht das Fleischlager, es muss sowieso beides ausbauen. Also, Lager ausbauen. Mal gucken, auf wie viel das dann überhaupt geändert wird. 210 von 250. Und ich kann jetzt gleich dann das, den Steinbruch. Der Steinbruch hat ja auch Lagerkapazitäten. Ja, der hat 100 Lagerkapazitäten. Und das Steinlager hat 250. So, Verbesserungen. Nochmal 250 dazu. Okay, dann würde es zumindest auch für den nächsten Angriff schon reichen. Auf der anderen Seite hätte ich natürlich ohnehin nicht genug zur Verfügung gehabt, um das Ganze so... Mal gucken, ist der... Ja, der Baumeister ist natürlich auch gleich teurer geworden. Finde ich nicht lustig. So, das Ding kann ich wahrscheinlich nicht bauen, solange ich keinen weiteren Baumeister habe. Ja. So, zahl mal 500. Genau. Ja, habe aber keine... Mal gucken, wie teuer ist denn dann so ein Baumeister? 5 Dollar! Boah. Ja, schön, danke auch. Hä?
Also hier steht, ich habe eins von zwei Baumeistern, dabei sind ja beide beschäftigt. Und hier steht, dass ich null aktuell zur Verfügung habe. Irgendwie scheint es nicht alles sehr gleichmäßig aktualisiert zu werden. Wieso wird hier eigentlich noch 26 angezeigt? Ich weiß doch jetzt schon, dass ich... Also, was genau sind hier noch die 26? Aktualisier mir das doch mal bitte. Ach, das heißt, das ist nicht nur die Info, dass da was Neues ist, sondern dass ich noch 26 Sachen bauen kann. Ich werde doch aber jetzt nicht so viel Zeug ausgeben. Zumindest die Mauern, 10 Stück kann ich auf jeden Fall bauen. Braucht man einen, das ist ein Chlorodon. Okay, ein Level weiter. Das heißt, meine beiden Ausbauten sind abgeschlossen. Ein Dienst. Okay, hier habe ich jetzt mal die erste Quelle für Meteore. Mal schauen, wie viel es da noch gibt und vor allen Dingen, wenn die durch sind, was ich dann noch so bekommen kann. So, dann jetzt trotzdem mal den Turm noch hinsetzen. Verteidigung ist ja wichtig, mehr oder weniger jedenfalls. Und Gebäudeausbau. So, Steinbruch, die Kriegerhöhle vor allen Dingen ausbauen. 150 habe ich noch. Und dann kann ich mehr Leute ausbauen. Mehr Leute rekrutieren natürlich. Ja, aber hier wird es anscheinend nicht richtig aktualisiert. Oder nee, der andere ist schon wieder abgeschlossen. Nee, ist ja nicht. Meine aktuelle sind bei 0. Aber irgendwie kriegt er das hier nicht vernünftig hin. So, als nächstes dann nochmal den Steinbruch und natürlich dann hier wieder die Krieger rekrutieren, dass ich gleich mit mehreren angreife. Wobei es eigentlich vollkommen egal ist. Das heißt, ich muss ja überhaupt nicht die 20 einsetzen. Dann könnte mir dann natürlich überlegen, ob ich nicht effizienter vorgehen kann, indem ich weniger einsetze, als zumindest die, die ich hier ausgeben muss. Weil wie viel kosten mich die Krieger? Wo steckt ihr denn? Nee, das ist Ausbildung. Trainingslager. Kann ich jetzt hier nicht... Das ist das Trainingsgelände. Ah ja, genau, die Kriegerhöhle. Ach so, solange die ausbaut, kann ich nicht rekrutieren. Okay, soweit so klar. Ah, ich habe wieder einen Baumeister frei. Dann bau doch mir bitte mal den Steinbruch aus, damit er auch gleich auf Level 2 kommt. So, das heißt, dann habe ich jetzt zumindest Kapazitäten von 700. Und bevor ich den 500er angreife, sollte ich da noch ein bisschen das Fleisch runterbringen. Der Steinbruch dann mit 12 Minuten wäre auf jeden Fall noch eine ganz gute Variante. Wobei wahrscheinlich das Steinlager die bessere Option ist, weil es dann 250 verbraucht. Obwohl, es reicht ja, wenn der 150 drüber ist, ist ja genug Kapazität für 500 da. Das ist dann schon okay. Und das bedeutet auch, dass ich in der Kriegerhöhle natürlich die Rekrutierungsaufgabe schon geben kann. Und vielleicht auch nur mit 10 Kriegern angreife. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Weil bei den 20 ist zumindest einer fast... Ja, im Endeffekt ist es dann vollkommen wurscht, ob die dabei draufgehen oder nicht, oder in welchem Umfang die draufgehen. Weil letztlich verliere ich ja eh. Das ist dann wieder so eine reine Kamikaze-Angriffsmentalität, wo ich mir dann nur überlegen muss, ob die Ressourcen, die ich gewinnen kann, lohnt. Ansonsten mit der maximalen Armee rein, wenn es so viele Ressourcen gibt, wie halt die Armee gekostet hat, herzustellen. Das macht zumindest die Angriffe ziemlich unstrategisch. Aber hier kann ich ja auch noch ein bisschen Fleisch... Ich brauche doch dafür keinen Baumeister, ich brauche dafür nur einen Gärtner. Ey, das ist eine Blume. Meine Güte. Oder die Blume da. Ja, selbst für solche Kleinigkeiten braucht man schon erhebliche Handlanger.
So, meine Kriegerhöhle ist ausgebaut. Und ich kann jetzt mein Steinlager und den Steinbruch noch verbessern. Genau, ich mache lieber den Steinbruch. Weil dann bekomme ich auf jeden Fall mehr Produktionsmöglichkeiten. Und ich wollte natürlich mehr Krieger rekrutieren. So, was ist jetzt der Unterschied? Schaden pro Sekunde 80. Wohnraum 1. Zieltyp Erde. Was heißt eigentlich Zieltyp? Schaden pro Sekunde 55. Das heißt, ich kann zumindest nicht rekrutieren. Also 55 pro Wohnraum und natürlich 80 pro Wohnraum. Trefferpunkte 175, das ist also auch... Nee, es ist schwächer! Das gefällt mir ja gar nicht. Aber kann ich zumindest von der noch 5 dazu holen. Und die geht dann gleich auf die Lager und die Ressourcen los. Naja, dann nehmen wir mal davon 5 dazu. Und schicken die aber erst in den alten... Naja, wobei... Wenn die anderen Krieger natürlich die schon ausgeschaltet haben, dann brauche ich die dann auch nicht mehr. Kapazität nach dem Training 25 von 20? Wieso 25 von 20? Jetzt habe ich die Kriegerhöhle zwar ausgebaut, aber trotzdem habe ich nicht die Kapazitäten. Oh Mann, okay. Das heißt, erst hier bekomme ich eine Truppenkapazität dazu. Das heißt, das Ganze nützt mir nichts. Das heißt, erst in 6 Stunden. Also nichts von wegen Truppenausbau oder sonst irgendwas. Ja. Okay, dann was ist bei den Diensten? Da habe ich jetzt einen weiteren Stern bekommen. Entsperren Sie den listigen Spion in der Kriegerhöhle. Den listigen Spion? Davon weiß ich ja noch gar nichts. Zeig mir mal den listigen Spion. Also hier habe ich den Turm gebaut. Aber wo habe ich hier einen Spion? Ach, jetzt kann ich mal die Pflanze da noch entfernen. Einfach mal so. So, ich habe jetzt auf jeden Fall mindestens 500 Kapazität. Das heißt, die hat die Ausbildung natürlich gestoppt, weil die gar nicht verfügbar ist. Ja. Da hatte ich vorhin dann auch anscheinend die Meteoriten wieder herbekommen. Das heißt, die Sachen, die hier abgebaut werden, bringen zumindest doch irgendetwas. Dann den mal bitte auch noch. Will ich sehen, ob das wieder ist. Ist natürlich nur die Frage, wie oft dann hier irgendwas nachwächst oder wiederkommt. Wovon ich mal ausgehe, damit man zumindest regelmäßig... Genau, jetzt habe ich auch wieder Meteoriten bekommen. Es ist zumindest nicht direkt linear dazu. Meine Güte, das Ding ist doch schon fertig, bevor der überhaupt da ankommt. Kann auch einmal mit dem Hammer draufhauen und dann ist es weg. Zack, zack, zweimal, dreimal. Okay, also ein bisschen Meteoriten bekommt man auf jeden Fall dazu. Bis zum nächsten Baumeister ist es auf jeden Fall noch eine ganze Weile hin. Also, Gebäude nochmal ausbauen. So, den Steinbruch. Das ist das, wofür ich jetzt noch genug Kapazitäten habe. Und auf jeden Fall auf den nächsten Angriff. So, hier kann ich alles nicht nochmal nutzen. Das ist jetzt schon 1000. Macht natürlich keinen Sinn, es anzugreifen. Habe ich nicht die Kapazitäten für, aber 500 geht. Also, na super. So, das heißt, entweder ich gehe durch die Mauer durch, weil wahrscheinlich werden die ja sonst einfach nur die anderen Felder angreifen. Naja, dann schaue ich mal, dass ich 10 auf der einen Seite und 10 auf der anderen Seite ansetze. So, die 10 auf der einen Seite. Und die 10 auf der anderen Seite. Okay, sie sind drin. Und er will schon hoffentlich gleich die Kriegerin. So, wie viele sind davon jetzt draufgegangen? Oh, hat die echt alle abgekillt? Nee. Steht irgendwo, wie viele meiner Einheiten noch am Leben sind. Aber so kann ich das natürlich kaum erkennen. Aber es sind anscheinend noch eine ganze Menge. Gut, auf jeden Fall sieht es ganz so aus, als würde ich das ganze Lager platt machen können.
wahrscheinlich wäre es sinnvoller, wenn der Kampf vorher beendet wird, bevor die ganzen Ressourcen geschnappt sind, falls zumindest meine Lagerkapazitäten nicht ausgereicht hätten. Vernichtender Sieg. Einer hat uns Zaubersprüche verwendet. 20. Ja. So, dann geht die Ausbildung wieder los. Da kann ich jetzt dann zumindest hiervon noch 15 machen. Und natürlich lassen sie sich nicht parallel rekrutieren, sondern rekrutieren nebenbei, also nacheinander. Sowas Blödes. Naja, von der sollte ich aber dann nicht allzu viele machen. Mal gucken, ob ich die auf einmal... So, das heißt von dem 17. Gut, dann habe ich zwei von denen, die ich dann vielleicht als Verstärkung gezielt einsetzen kann, wenn die Verteidigung ausgeräumt ist. Dienste. Gewinnen Sie 10 Sterne auf der Kampagne. Gut, habe ich. Belohnung empfangen. Soweit. Gut, da läuft das Training. Das sind die Gebäude. Das dauert alles noch eine Weile. Auf jeden Fall kann ich jetzt die Lagerkapazitäten weiter ausbauen. Damit ich dann nachher 1000 reinpasst. Also 1000 Kapazität auf jeden Fall habe. So, Fleischlager und Steinlager habe ich jetzt aktuell. Ich habe sowieso keine. Ja, stimmt. Die bauen ja eh. Ja, dann gibt es hier jetzt eigentlich nicht mehr viel zu tun. Weil... ohne dass ich die Lager ausgebaut habe, kann ich keinen nächsten Angriff machen und hier kann ich jetzt eh nicht wirklich allzu viel bauen. Also natürlich, ich baue hier jetzt noch die Mauer ein bisschen drumherum, was aus meiner Sicht jetzt auch keinen großen Sinn ergibt. Dann ist es heute eine etwas kürzere Folge, weil innerhalb der letzten Viertelstunde kann ich jetzt hier nichts Sinnvolles mehr anfangen. Zumindest sehe ich nichts, was ich da noch anstellen könnte, außer vielleicht noch den einen oder anderen Baum zu entfernen. Ja, oder auch nicht, weil natürlich braucht es ja den Baumeister, der das macht, weil ich darf das alles nicht selber machen. Also, ja, von der Motivation her ist es auf jeden Fall absolut nicht förderlich, dass ich hier gleich am Anfang so mit den Zeiten beschränkt werde und eigentlich nur Wartezeiten habe. Ist natürlich klar, dass hier der Fokus dann drauf liegt, irgendwie zu erreichen, dass man diese Meteoriten ausgibt und wenn die alle sind, man natürlich möglichst auch Geld ausgibt. Aber das ist mir an der Stelle, das Spiel sollte ja erstmal irgendwie Spaß machen und einen in einen Spielsog ziehen und nicht erstmal sagen, ha, hier, free to play, ja, ja, klar, aber gib mal mehr Kohle, dann darfst du weiterspielen. Also, werde ich das Spiel mit Sicherheit nicht weiterspielen. Vielleicht noch ab und zu mal reingucken, aber unwahrscheinlich. Also, bis zum nächsten Spiel. Macht's gut. Tschüss.